Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu War for the Overworld. Jo, heute geht es hier in die Berge. Mal gucken, was uns dort erwartet. Your last act of profanity has baited them to rash action, Underlord. The Empire are moving the bulk of their forces through Belmorn's Pass, an old dwarven routeway. If we trap them here and force them to break against your defenses, we can wipe out the Imperial Army in one fell swoop. Okay, wir müssen also die imperiale Armee in einen Hinterhalt locken. Das sollten wir vielleicht hinbekommen. Was ich noch gerne mal anmerken wollte, ich finde dieses Spiel irgendwie schwer zu moderieren. Denn irgendwie labert einem ständig jemand dazwischen. Die ganzen Charaktere wollen erstmal ihre ganzen Texte runterdudeln. Und wenn man gerade mal, wenn die gerade mal leise sind, dann herrscht gerade so eine große Hektik. Naja. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Und der Ladebalken war erschreckend schnell. Welcome to Belmorn's Pass, Underlord. The Imperial Army are itching to reform their forces. And they mean to use this dwarven passway to speed up their traverse. They'll enter the Undermountain from the east. And march straight to the Western Passage. Flay them down to their bones, Underlord. And make sure they don't reach their objective. Okay, die dürfen also von dort nicht hier hinkommen. The Empire will rally their forces and offer up some stiff resistance. Get cracking, Underlord. Okay, habe ich da eine bestimmte... Oh, ich habe 8 Minuten Zeit. Okay. Gut, Moment mal. Erstmal möchte ich das hier doch gerne ein bisschen erkunden. Prophezeiung, genau. Nicht, dass ich hier mir schon wieder ein riesen Loch in den Dungeon reingrabe. Gut, weil jetzt buddel ich hier einfach mal einen riesigen Raum aus. Ach, hier muss ich auch noch... Und hier planen wir dann irgendwie einen Ausgang. Okay, wir haben bereits ein Tor. Dann können wir hier unseren Schlafraum machen. Wie schaut es da eigentlich aus? Okay, eine Menge Gold. Dann hätte ich hier gerne irgendwo eine Schweinefarm. Nee, das wird nichts. Kommt erstmal ein Trainingsraum hin. Ich buddel einfach mal hier runterwärts. Okay. Gut zu wissen. Ich habe hier jede Menge Platz, da kann ich mich austoben. Und ich beschwöre mir erst noch einen ganzen Schwung an Imps, damit die ein bisschen schneller arbeiten können. Dann mache ich mir ebenfalls hier einen langen Gang. Okay, das war ein bisschen zu kurz gedacht. Moment. Dann kommt hier nur ein Raum hin und gutes. Okay. Ich wollte hier einfach so ein paar Dreierräume hinmachen, weißt du? Ich hoffe, dass wir hier keine Löcher reinkriegen. Gut, wie gesagt, hier kommt der Trainingsraum hin. Eine Trainingsraum, Kaserne heißt die hier. Dann kommt hier der Schlafraum hin. Wobei, hier mache ich einfach mal die Schweinefarm hin. Dann kommt hier der Schlafraum hin. Dann passt die Sache auch. Und wir haben schon viele Minuten verschwendet. Okay, da muss ich mir ein bisschen Gas geben. Bestienhöhle nicht. Eine Gießerei. Gut, dann lasse ich hier mal meine Imps raus. Da dürfen noch ein paar mehr raus. Damit die hier schon mal den ganzen Boden verlegen, damit wir das alles mit Fallen versehen können. Dann brauchen wir definitiv noch diesen... Wie heißt der Raum gleich wieder? Das Heiligtum? Nee, wie heißt denn das? Die Bestienhöhle, genau. Damit wir, wie soll ich sagen, guten Nachschub an Leuten bekommen, beziehungsweise...
Einheiten, die einfach nicht so pauschal rüberkommen. Ah, da ist noch so ein Tor. Okay. Gut. Dann graben wir das hier auch nochmal weg, Leute. Dann kommt hier die Bibliothek hin. Was habe ich hier eigentlich geplant gehabt? Alchemielabor, reicht das so in der Größe? Ja, reicht. Dann kommt hier mein Kerker hin. Okay. Kultisten kommen durch das Dings, das Archiv. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen größer basteln. Aber das sehen wir ja gleich. Hier kann ich noch ein paar Schlafräume hinbasteln. Damit die uns nicht zufällig ausgehen. Gut, 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 gut. Hier die Bestienhöhle wie geplant. Nee, das war ja die Ding. Verstehen. Naja, hier kommt trotzdem die Bestienhöhle erstmal rein. Brauche ich noch ein paar Räumlichkeiten. Ach, da geht es ja eh nur noch runter. Also weg damit hier. Können wir hier den Knast hinbauen. Können wir hier mit Fallgittern zumachen. Und dahinter noch ein paar Kanönchen. Okay, wir sind out of gold. Aber da liegt noch eine ganze Menge rum, von daher mache ich mir da keine großen Gedanken. Okay. Dass so ein Fallgitter aber auch so teuer sein muss. Was haben wir denn sonst noch so für Räumlichkeiten? Hoppala. Komm, ich glaube, ich mache das Archiv gleich mal ein bisschen größer. Na, wer ist da schon wieder die ganze Zeit am Rummeckern? Gibt's doch nicht. Wir haben hier gerade erst angefangen und schon meckern die Kreaturen rum. Gießerei hab ich, Heiligtum. Eine Arena, ja. Wohin damit? Ich habe zu wenig Platz. Klingt komisch, ist aber so. Gib mir mal bitte den Prophezeiungszauber. Okay, hier habe ich noch... Hab ich noch ein bisschen Platz für eine größere Arena. Dann müssen wir uns das Gold hier irgendwie abholen. Damit es uns nicht zwischenzeitlich mal ausgeht. Das versteht man doch von selbst, oder? Wie sieht unsere Bestände an Truppen aus? Können sich mittlerweile sehen lassen, aber da geht noch mehr. Wo ist mein Wachraum? Ich meine, die Garnison, die ist hier. Baue ich dann einfach mal hier hin. Okay, hier wie geplant die Arena. Arena, wo bist du? Ich glaube, ich plane einfach viel zu groß alles. Gruft. Seelen der toten Diener mit den Hilfen der Kommanden. Nice. Hab ich hier irgendwo einen Raum? Genau, hier hin. Reicht das? Meine Kommanden sind ja auch nicht schlecht, wie wir gemerkt haben. Wo war nochmal die Arena? Folterkammer könnte man auch gebrauchen. Okay. Ich will trotzdem nochmal die Arena fertigstellen, beziehungsweise den Wachposten hier. Dann könnt ihr euch schon mal hier allesamt aufstellen. Oh, Level 5 Gegner. Weiter zur Arena. Hier. Deine Schatzkammer ist noch leerer als dein Kopf. Oh ja, ich habe ja auch schließlich alles auf Lack geskillt.
Okay, das war vielleicht ein Fehler, hier schon so weit vorzurücken. Vor allem, weil die Level 5 Gegner jetzt erst kommen. Okay. Mein Fallenbauer müsste noch ein bisschen mehr bauen. Heilzauber ausrüsten. Komm, Mana, mach schneller an. Sollte hier vielleicht aufs Gefängnis gehen, aber hier können wir schon mal standhalten, das ist gut. Ach, da kommen noch ein paar. Okay, solange die schon einzeln kommen, können wir hier bestehen. Wo war nochmal Gold? Hier war eine ganze Menge Gold. Und hier ebenfalls. Naja, gut, muss ich hier die ganzen Wände halt einreißen. Ist nicht schön, aber naja. Ja, ich weiß, dass die angegriffen werden. Keine Sorge, das habe ich mitbekommen. Genau, ihr könnt da chargen, wie ihr wollt. Wir halten euch hier schon irgendwie auf. Das ist nicht so einer. Ihr müsst aber nicht zu mir, oder? Hätte ich dann gerne hier ein Gefängnis. Und hier können wir gerne dann eine Folterkammer einbauen. Oder wir bauen die Folterkammer hier hin. Und hier kommt dann das Gefängnis hin. Auf jeden Fall brauchen wir viel mehr Gold. Wie viele kommen denn da noch? So wie es aussieht, kommen die ununterbrochen jetzt dadurch. Das ist dann eher suboptimal für uns. Moment mal kurz, die Arena. Ich baue vorerst mal nur eine minimalistische hin. Wir haben keine Wahl. Wir formieren uns in Westmont neu oder wir sterben hier. Attacke. Dann formiert euch mal neu, Leute. Okay, die haben meine Truppen ja ganz schön dezimiert. Moment mal, ich könnte ja vielleicht mit dem Blitzzauber ein bisschen nachhelfen. Da habe ich aktuell nicht viel Mana übrig. Komm, mit dem Paar werden wir schon fertig. Ich schlepp die alle zum Nekromanten rüber, oder was? Okay. Ist in Ordnung. Mal ernsthaft, wie viele kommen denn da noch? Lässt ihr mir keine Sekunde mal Zeit, mich hier zu erholen, oder was? Imperiale Diener haben einen sicheren Durchgang gefunden. Erobere den Außenposten des Imperiums. Seine heranrückende Streitkräfte fortkommen, noch schwerer zu machen. Okay. Das wird dann nicht so einfach. Gut, dann kommt mir hier erstmal so ein kleines Gefängnis hin. Gefängnis. Gruft habe ich schon. Hier ist der Kerker. Das Zeug ist aber teuer. Dann geht noch die Folterkammer hierher. Ich kann mir keine vollständige Folterkammer leisten. Weil mir knapp 500 Kröten fehlen. Naja, eigentlich sind es um die 400. Gut, bauen wir später nach. Jetzt aber. Oh, der ist hier fast schon durchgebrochen. Da müssen wir die... Gut, erhöht für kurze Zeit das Bewegungstempo deiner Diener. Okay. Na komm, Mana. Die tun mal weg, Blitzdingsen. Dann passt die Sache. Und jetzt bin ich schon wieder out of Mana. Sehr schön. Komm, zieht euch mal kurz zurück.
Solange die dort warten, können wir auch nicht viel machen. Außer eventuell hier wieder dicht zu machen. Okay. Ah, da haben wir schon einen schönen Schwung voll. Komm, du legst dich da mal rein. Oh! Ernsthaft? Okay, erledigt. Der nächste dann bitte. Folterkammer wollte ich noch ein bisschen größer machen. Jetzt aber, oder? Gut. Okay, wo sind meine Sukuben? Habe ich schon welche? Moment. Nein. Aber die kommen schon, keine Sorge. Und solange die Okuli oder Okulus hier, je nachdem wie hier die Mehrzahl von denen ist, die werden hier schon ein bisschen standhalten. Und hier alles schön sauber aufräumen. Okay. Deiner Gruft ist ein Ghoul auferstanden. Sehr schön. Ghule sind toll. Oh, ich habe hier so einen Punkt. Frostweber freischalten. Ich hätte gerne noch einen Raum oder sowas in der Art. Naja, gut, hauen wir den Punkt einmal hier drauf. Ich muss hier wirklich ein Auge drauf halten. Komm, du wirst mal wieder zusammengeflickt. Okay. Wow, das Level 6. Moment, Knarzlinge. Mach die mal bitte platt. Okay. Habt ihr den erledigt? Ich hätte meine Ghule gerne hier. Okay, wurden die da entlassen oder wurden die gegrillt? Nee, weil für mich kämpfen die jetzt noch nicht. Außenposten des Imperiums erobern. Los Leute, macht mal hin hier. Die werden ja auch immer stärker. Diesen Grund trunken wir hier mal ein bisschen vor. Ich glaube, desto mehr Ghule wir haben, umso schneller wird sie vorangehen. Wie wir in der letzten Mission gemerkt haben, sind Ghule doch relativ starke Einheiten, wenn sie in der Masse auftauchen. So, ich soll diesen Außenposten hier einnehmen, schätze ich mal. Das hier sollten wir auch mal langsam zerstören. Okay, hier ist eine ganze Menge von denen los. Wir hoffen, dass das hier kein Problem wird. Los, Ghoul, mal mitten rein. Die Sachen hier sind auch noch nicht fertiggestellt. Mein Imp sind momentan nicht wirklich beschäftigt. Haben wir hier irgendwo noch Gold, was wir irgendwie abbauen könnten? Sieht fast nicht danach aus, oder? Prophezeiung mal hier anwirken. Hier. Nö. Okay, jetzt wird es langsam richtig eng. Hm.
Okay, gut, meine Minions werden attackiert. Das sehe ich ein. Los, rein da. Und grüßt mir den Feind. Na komm, mit den Level 1 Zwergen werden wir wohl fertig werden, oder? Okay, auf deren Gebiet kann ich keinen Blitzschlag ausüben. Verdammt. Hier, du Pucke. Und jetzt habe ich keinen Mana mehr. Sehr schön. Oh, das ist eine ganze Menge von denen. Und jetzt auf einem sehr hohen Level. Oh. Komm, brech mir mal den Angriff da ab. Oh, die haben da durchgewütet. Genau, verschwinde wieder, Freundchen. Das ist einer meiner Giftmischer, ein bisschen K.O. Wir müssen wirklich darauf aufpassen, dass die nicht zu weit vorstoßen. Oh, ein Level 5 Knarzling gegen zwei Level 6 Charakter. Na los, drauf da! Ja. Das ist nix gut. Ach, du musst dich erstmal hochheilen. Okay. Na los, wir sammeln uns erstmal hier. Wir halten erstmal die Stellung. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu forsch vorgegangen. Dass da immer wieder Level 6 Charaktere nachrücken. Ich habe ja noch so viel Schockwelle. Okay, das hat jetzt nicht gebracht. Okay, ich glaube, diese Mission könnten wir tatsächlich verlieren. Na komm, ihr Mana hier. Gegen Level 6 Gegner keine Chance. Oh, die kommt durch. Verdammt. Hätte ich Ersatzerde aufschütten sollen. Und dann kommt noch ein letztes Bataillon an. Nee. Das lief jetzt nun wirklich nicht so wie geplant. Ja, im Zweifelsfall spielen wir die Mission nochmal, dann passt die Sache. Und er wütet mir hier im Schlafsaal, das ist ja auch nicht so toll. Oh, oh. Irgendetwas. Annexion gibt. Augenblicklich Warmdinger frei, Schockwelle. Wunderfleisch lässt mehrere Mikroferkel als Nahrung, okay. Naja, da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als die einfach wegzublitzen. Ja, ich weiß, dass ich insufficient Mana habe. Yeah, ich habe das erste Mal verloren. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich gemeckert habe? Dass mir das Spiel teilweise zu leicht vorkommt? Also diese Mission hat es in sich gehabt. Hat sie jetzt durch oder was? Oder war das nicht mein Dungeon-Herz? Kann ich die immer noch irgendwie aufhalten?
fighting the enemy. Warte mal kurz, mein Dungeon-Herz wurde doch gerade zerstört. Was geht eigentlich in deinem kleinen Hohlkopf vor? Pass gefälligst auf, Underlord, dein Zögern wird nochmal dein Untergang sein. Mein Zögern? Hallo? Naja, ich glaube, meine Freunde, diese Mission können wir jetzt nicht mehr schaffen. Gut, dann probieren wir es halt in der nächsten Folge anders nochmal aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.